Als Betriebsratsvorsitzender des Landeskrankenhauses Innsbruck bin ich zuständig für über 7000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Unser Schwerpunkt ist es, die zu betreuen, die sonst andere Personen betreuen. Das war jetzt die offizielle Einleitung zum AK-Frühstück derzeit ja on Tour von Gerhard Hödl. Darf Sie ganz herzlich begrüßen. Das nächste Thema jetzt mit Präsident Erwin Zangerl. Und die Landtagswahlen sind auch heute wieder ein Thema. Herr Präsident, nach den Landtagswahlen am 28. April gibt es möglicherweise ein eigenes Ressort für Arbeit. Das würden Sie wahrscheinlich befürworten. Ich gehe davon aus, dass es eines geben wird, denn es ist auch dringend notwendig. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land, das ist die absolute Mehrheit, denen steht auch zu, dass sie in der Regierung entsprechend vertreten sind. Wenn man das heute mit einer Familie vergleichen würde, da sitzt die Familie beisammen, ja, da wird darüber geredet, wohin soll sich die Familie entwickeln. Aber es geht natürlich auch darum, wie verteile ich das verfügbare Geld in der Familie. Und da haben wir jetzt die Situation, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht an diesem Tisch sitzen, bitte. Und das ist ein unhaltbarer Zustand und deshalb auch nur die klare Forderung natürlich, die Einrichtung eines Landesrates. Und die Landtagswahlen sind auch Thema in der aktuellen Ausgabe der AK Tiroler Arbeiter Zeitung. Sie können die Wahl mit Ihrer Vorzugsstimme beeinflussen.